Hey, hey, mal wieder eingeschaltet bei was ich mal gerade sagen wollte. Und heute möchte ich mal was sagen zu Ich-Botschaften. Alles, was ich hier auf meinem Kanal von mir gebe, äußere Meinungen, sage etc., sind Ich-Botschaften. Das sage ich, das ist meine Meinung, das ist mein Leben, das ist meine Lebenseinstellung. Es kommt alles nur von mir, das muss auf niemand anderen Einfluss haben. Gleichzeitig beobachte ich in unserer Gesellschaft die Tendenz, dass man zwar viel Wert darauf legt, Ich-Botschaften zu geben und also dass einerseits einen großen Wert darauf gelegt wird, zu betonen, wie wichtig Ich-Botschaften sind, dass man in Ich-Botschaften sprechen soll. Viele sagen auch schon, man spricht in Ich-Botschaften und trotzdem fühlen sich immer wieder Menschen angegriffen. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass selbst ich kann noch so sehr in Ich-Botschaften reden, wenn man Videos anschaut oder mit Menschen spricht oder Kommentare liest, in denen die Meinungen auseinandergehen. Wenn ich eine andere Meinung habe wie du oder Dinge anders sehe, Menschen anders beurteile, fühlt der jeweils andere sich doch irgendwie teilweise nicht immer. Nicht zwangsläufig angegriffen, obwohl der andere ja nur von sich spricht und nur seine Meinung äußert, nur seine Ansicht äußert, seine Vorlieben äußert. Trotzdem fühle ich mich oder andere, also ich stehe jetzt mal stellvertretend, teilweise angegriffen, wenn man merkt, der sagt was anderes oder wenn ich jetzt sage, ich finde Wohnmobilfahrer scheiße und du findest Wohnmobilfahrer gut. Oder hast ein Wohnmobil, dann fühlst du dich angegriffen, obwohl ich ja nur meine Meinung gebe. Das ist jetzt ein bisschen ein extremes Beispiel. Ist jetzt auch vielleicht ein doofes Beispiel. Oder wenn ich sage, Pizza schmeckt mir nicht und du liebst Pizza, dann könnte es zu Meinungsunterschieden kommen. Oder auch, wenn es Kommentare auf YouTube-Clips gibt und die kritisieren dann etwas in den YouTube-Clips, ist es ja eigentlich nur die Meinung dieses einen Followers oder dieses einen Videoanschauers. Trotzdem kratzt das dann manchmal am Ego und man meint sich verteidigen zu müssen oder den anderen belehren zu müssen, was doch seine Meinung, dass die verkehrt ist. Und das ist mitunter nervig und auch unschön, denn wenn man sich daran erinnert, die anderen sprechen auch oft nur in Ich-Botschaften. Wenn jemand daherkommt und sagt, hier mach mal anderes, zieh dich anders an oder so, das sind keine Ich-Botschaften, dann sind das Du-Botschaften, weil derjenige etwas ändern möchte. Wenn er aber nur etwas falsch findet, etwas schlecht findet, etwas gut findet, etwas verbesserungswürdig findet, solange er sagt, ich denke, bla bla bla, sind das Ich-Botschaften. Und das steht jedem Menschen zu. Mir steht es auch hier auf meinem Kanal zu, mich zu äußern, mich zu geben, wie ich will. Ich kann auch mein Leben leben, wie ich will. Solange ich damit nicht andere Menschen in irgendeiner Tat negativ beeinflusse, in denen ich ihnen Geld raube, auf ihre Kosten lebe, sie in ihrem Schlaf behellige, wenn ich mich zum Beispiel zu laut in der Wohnung oder auf dem Campingplatz aufhalte oder so, dann kann ich machen, was ich will. Ob du das gut findest oder nicht, das ist egal. Genauso kannst du machen, was du willst, ohne dass es dich interessieren muss, was ich davon denke. Dann nochmal zum Thema Kommentare. Prinzipiell habe ich zum Beispiel nicht schwer damit zu kämpfen über negative Kommentare, außer, und ich glaube, das trifft auch viele Menschen zu, wenn man manchmal merkt, okay, da könnte entweder ein wirklich wahrer Kern dran sein, oder sie greifen an Stellen an, mit denen man selber quasi Probleme hat. Also wenn ich eh schon ein geringes Selbstwertgefühl habe oder wenn ich vielleicht eh schon nicht ganz zufrieden mit meiner Figur bin oder mit meiner Ernährung oder gerne auf eine Reise starten würde, aber Angst davor habe, dann kommt jemand und bohrt genau danach, also da, wo ich eh schon eine Schwäche habe, dann fühle ich mich auf einmal angegriffen. Oder auch, ich glaube, auch andere Menschen. Man fühlt sich dann angegriffen, wenn negative Kommentare dort ansetzen, wo man eh selber schon nicht ganz stabil ist in seinem Selbstwert, seiner Selbstmeinung, seinem Selbstbewusstsein, seinem Empfinden über die Welt.
Und das kann aber auch hilfreich sein, denn anstatt dann, oh, ich bin so schlecht oder der hat recht, oder es anzufangen, sich zu verteidigen, nur wie so eine Raubkatze oder so eine Katze, die in die Ecke gedrängt ist, könnte man, oder versuche ich jetzt, lieber nachzudenken, in mich zu gehen und zu sagen, okay, entweder hat der wirklich einen wunden Punkt, einen wahren Kern getroffen, dann kann ich daran ja versuchen, was zu ändern. Oder ich selber bin mir einfach noch unsicher oder so wenig, bin dann nicht selbstbewusst oder stehe nicht voll hinter meiner Entscheidung. Und dann habe ich die Wahl. Entweder revidiere ich die Entscheidung, weil ich sie wirklich falsch finde. Das kann man machen. Aber nur, wenn man wirklich dann selber feststellt, hey, das ist scheiße. Wenn man aber sich um was dreht, was man eigentlich gerne mag, oder auch das eigene Gewicht oder die Ernährung, dann lieber sagen, hey, der greift mich an. Mir macht das zu schaffen, aber warum macht es mir zu schaffen? Weil ich mir selber damit unsicher bin. Also ist doch das Ziel, zum Beispiel ein größeres, besseres Selbstwertgefühl aufzubauen, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu seiner Figur zu stehen. Außer sie stört einen selbst, dann kann man was dran ändern, aber das ist dann, das entscheidet man selbst, das entscheidet nicht der andere. Und das macht man dann auch nicht, weil man negative Kommentare bekommt, sondern weil man selber merkt, man fühlt sich unwohl. Oder mit der Ernährung. Und ansonsten macht, also bin ich der Meinung, macht man am besten das, was man am innersten will. Auch wenn man merkt, da hapert es bei mir selber noch. Und das merke ich sehr schön, wenn negative Kommentare sind, die irgendeinen wunden Punkt treffen, wo man selber unsicher ist, haut volle Lotte rein. Aber dann nicht abwimmeln, nicht Minderwertigkeitskomplexe bekommen, nicht Selbstzweifel bekommen und auch nicht beleidigend dann gegenüber demjenigen werden, sondern lieber sich innerlich stärken. So viel zum Thema Ich-Botschaften. Das sind auch wieder nur meine Gedanken. Wenn eure anders sind, ist das voll okay. Und jetzt haut rein. Ich bin hier in den Gorge du Tarn. Wunderschöne Kulisse zum Filme machen.